Dank digitaler Zwillinge haben uns Bauwerke immer mehr zu sagen. Während ein BIM-Modell mehr oder weniger statisch ist, ist der digitale Zwilling dynamisch. Gemeinsam mit dem realen Objekt entwickelt sich der Zwilling laufend weiter. In dieser Dynamik liegt viel Potenzial, um mehr über das aktuelle und zukünftige Verhalten von Bauwerken zu lernen. Mein Name ist Bianca Britsch-Spahr. Als Product Owner der Portfolio-Management-Software Stratus beschäftige ich mich mit dem Portfolio-Management von Immobilien und Infrastrukturen. Eine der Fragen, die sich mir stellt: Wie können wir digitale Zwillinge nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen? Mein Name ist Roxana Mogosin und ich bin Teamleiterin Brandschutz bei Basler & Hofmann. Digitale Zwillinge bergen großes Potenzial für viele verschiedene Disziplinen des Planungswesens. Davon bin ich überzeugt. Solange Geschäftsausrüstung genutzt werden, zum Beispiel aus einem Ladengeschäft Büroräume gemacht werden, können wir im digitalen Zwilling verschiedene Lösungen durchspielen und prüfen, ob sie die aktuellen Brandschutzvorschriften erfüllen. Wollen wir mit den digitalen Zwillingen tatsächlich Mehrwert schaffen, müssen wir auf unsere Perspektive drei Stoßrichtungen verfolgen. Neue Technologien erfordern meist neue Prozesse. Sowohl Building Information Modeling wie auch der digitale Zwilling basieren auf neuen Technologien. Sie sind aber weit mehr als das. Mit der 3D-Modellierung alleine ist BIM nicht gemacht. Und digitale Zwillinge sind weit mehr als die Verknüpfung eines Bauwerks mit seinem digitalen Modell mittels Sensoren. Wollen wir den Mehrwert digitaler Zwillinge ausschöpfen, müssen wir diese als übergreifendes Konzept verstehen, das Einfluss auf sämtliche bestehende Prozesse in Planung, Bau und Betrieb hat. Werden solche neuen Konzepte in alte Prozesse und Denkweisen gepresst, wie das aktuell leider immer noch viel zu oft der Fall ist, kann sich der Mehrwert neuer Technologien nicht entfalten. Zudem bleibt die Sicht auf interessante neue Geschäftsmodelle versperrt. Wollen wir mit digitalen Zwillingen Mehrwert schaffen, müssen wir bestehende Projektphasen und Silos aufbrechen und bereit sein, Prozesse völlig neu zu entdecken. Als erstes muss die Branche von der vorherrschenden Fokussierung auf Zeit- und Kostenoptimierung wegkommen. Wenn wir nur an effizienter und billiger denken, verfehlen wir das Ziel. Wir müssen uns als Branche viel mehr fragen, wie schaffen wir Mehrwert, mehr Komfort für die Bauherrschaft und die künftigen Betreiber und Nutzer unserer Projekte? Es gilt, digitale Zwillinge vom Kundennutzer her zu denken. Für was können wir den digitalen Zwilling zum Beispiel im Rahmen eines künftigen Umbaus nutzen? Ein Beispiel: Vor dem Umbau eines Verkaufsgeschäfts erstellt ein Brandschutzplaner heute ein auf der Norm basierendes Flutungskonzept, in aller Regel ohne die bisherige Nutzung des Gebäudes zu berücksichtigen. Dabei könnte man reale Daten zur Nutzung aus dem digitalen Zwilling verwenden, um die Personenbelegung und Personenströme im Zuge des Umbaus zu optimieren. Damit würde ein für das Gebäude maßgeschneidertes Entlüftungskonzept entstehen. Damit digitale Zwillinge ihren vollen Nutzen entfalten können, muss das Gesamtprozess neu gedacht werden. Heute müssen zum Beispiel Baubewilligungen immer noch schriftlich eingegeben werden, auch wenn wir im BIM geplant haben. Das ist für alle Beteiligten ineffizient und lässt den Nutzer der digitalen Zwillinge verkümmern. Oder wäre die Bewilligung einer Entfluchtungssimulation direkt im digitalen Zwilling nicht auch für die Behörde eigentlich zielführender? Kommen wir zu unserer zweiten Hypothese. Wir sind überzeugt, großes Potenzial digitaler Zwillinge liegt in der Simulation des Lebenszyklus. Für Besitzer, Bewirtschafter und Nutzer liegt das große Potenzial digitaler Zwillinge im Betrieb von Bauwerken. Mit einem digitalen Zwilling kann ich den Zustand meines Bauwerks überwachen. Beschweren sich Arbeitnehmer in einem Bürohaus zum Beispiel über Kopfschmerzen, kann der Bewirtschafter prüfen, ob die Lüftung respektive Frischluftzufuhr zum Zeitpunkt korrekt funktioniert und bei Bedarf eingreifen. Für Eigentümer sehen wir einen zweiten wichtigen Mehrwert digitaler Zwillinge im Betrieb, dem bislang wenig Beachtung geschenkt wird: die Simulation des Lebenszyklus. Kombinieren wir unsere digitalen Zwillinge mit intelligenten Algorithmen, können wir die Alterung von Bauteilen und Anlagen sichtbar machen, also quasi in die Zukunft unseres Bauwerks blicken. Welche Leistung wird die Heizanlage in 5 Jahren noch erbringen?
Wird diese Leistung auf Basis des beobachteten Nutzerverhaltens noch ausreichen? Wird der Innenausbau die versprochene Lebensdauer von 15 Jahren erreichen? Oder muss ich aufgrund der Art und Weise der Nutzung schon 5 Jahre früher mit einer Sanierung rechnen? Wir könnten digitale Zwillinge nutzen, um Simulationen verschiedener Variantenstudien durchzuführen. Wir könnten zum Beispiel prüfen, wann welche Baukomponente ihre Lebensdauer erreicht werden und dann verschiedene Sanierungsvarianten durchspielen, bis wir optimale Sanierungspakete definiert haben. Ich sehe 2 Chancen für den digitalen Zwilling: die Zustandsüberwachung und Simulationen über den Lebenszyklus. Wenn wir diese nutzen wollen, müssen wir aufhören, den digitalen Zwilling am Ende des Projektes wie einen Schlüssel zu übergeben. Wir sind die Bewirtschafter des digitalen Zwillings. Wir pflegen die Daten und sind in der Lage, diese zu analysieren. Da schlummern neue Geschäftsmodelle für unsere Branche. Kommen wir zu unserer 3. Hypothese. Digitale Zwillinge von Bestandesbauten eröffnen den Blick für große Ganze. Wollen wir das Potenzial digitaler Zwillinge im Betrieb ausschöpfen, müssen wir uns als Branche von unserem Fokus auf Einzelobjekte lösen. Viele Eigentümer managen nicht nur ein Bauwerk, sondern ein ganzes Portfolio. Im Infrastrukturbereich sind die einzelnen Objekte traditionell stark vernetzt. Eine Straße hat zum Beispiel Schnittstellen zu Beleuchtungsanlagen und der Kanalisation. Aber auch im Gebäudebereich sind einzelne Bauwerke immer öfter miteinander verbunden. Ein gutes Beispiel sind Energieverbunde. Als Besitzer interessiert mich der Blick fürs große Ganze. Ein Beispiel: plane ich einen Neubau neben einem Bestandsbau und weiß, dass die Energieleistung im Bestandsbau ungenügend ist, kann ich eine neue gemeinsame Anlage in Betracht ziehen. Wollen wir digitale Zwillinge mit dem Blick aufs große Ganze nutzen, müssen wir als Branche in zweierlei Hinsicht umdenken. Wir müssen uns von Einzelobjekt lösen und wir müssen dem Bestand mehr Aufmerksamkeit schenken. Heute werden digitale Zwillinge vor allem für Neubauten erstellt. Großes Potenzial schlummert in digitalen Zwillingen für Bestandesbauten, die den Großteil unserer Bauwerke ausmachen. Wollen wir den Mehrwert digitaler Zwillinge im großen Ganzen nutzen, müssen wir den gesamten Bestand digitalisieren. Wie können wir diesem Ziel in absehbarer Zeit näher kommen? Hier unterstützen uns neue Screening-Technologien. Wir sind aber auch gefordert, uns Gedanken zum Umfang und Detaillierungsgrad unserer digitalen Zwillinge zu machen. Könnte es zum Beispiel hilfreich sein, digitale Zwillinge nur zu einem Aspekt, wie zum Beispiel Brandschutz, zu erstellen? Auch hier gilt es, vom Ziel her zu denken und nicht von den technologischen Möglichkeiten aus. Welche Umfang und Detaillierungsgrad benötigen wir tatsächlich, um die digitalen Zwillinge von Neubauten mit Bestandesbauten vergleichen zu können? Kommen wir zur Zusammenfassung. Der Einzug des digitalen Zwillings in Planung, Bau und Betrieb steckt noch in den Kinderschuhen. Wollen wir das Potenzial der digitalen Zwillings voll ausschöpfen, können wir jetzt wichtige Weichen stellen. Denken wir mit neuen Technologien unsere Prozesse neu. Nutzen wir digitale Zwillinge als Entscheidungsgrundlagen für die Zukunft. Öffnen wir mit der Digitalisierung des Bestands den Blick für das große Ganze. Schaffen wir mit neuen Prozessen und Geschäftsmodellen Mehrwert für unsere Auftraggeber, die Gesellschaft als Ganzes und unsere Branche.